In einem vorherigen Video habe ich mal gezeigt, wie man von dieser Rechteckpulsfolge hier die Fourier-Reihe bestimmt und die Fourier-Koeffizienten AK und BK ausrechnet durch zeitliche Integration. Die Koeffizienten AK, die waren dann hier alle 0 und die Koeffizienten BK hatten so ein bestimmtes Muster. B1 hatte diesen Wert 2 Volt durch Pi und das nächste war dann 0, das dritte war das gleiche durch ein Drittel, das vierte war wieder 0, das nächste war das gleiche durch ein Fünftel und so weiter. So dass man diese Rechteckpulsfolge dann hier unten durch diese Formel, durch diese Summe annähern und approximieren konnte. Und in diesem Video möchte ich jetzt zeigen, wie man das Ganze sozusagen umgekehrt macht, also wie man das hier einfach nochmal plottet und darstellt in MATLAB, das, was ich hier oben schon mal versucht habe, von Hand zu machen. Und man könnte auch sagen, wir machen jetzt eine Fourier-Synthese. Aus den einzelnen harmonischen Schwingungen basteln wir jetzt wieder die ursprüngliche Funktion zusammen. Das mache ich natürlich in MATLAB und zwar in einem Skript. Das heißt, ich mache mir mein neues Skript auf und am Anfang gibt es wieder ein Clear All und Close All, um alle Variablen, die eventuell vorhanden sind, zu löschen und alle Abbildungen zu schließen. Und das, was wir dann brauchen, ist eine Periodendauer, die war in meinem Beispiel jetzt 2 Sekunden, können wir gleich nochmal nachschauen. Daraus können wir natürlich eine Frequenz berechnen. Und eine Kreisfrequenz, die brauchen wir natürlich gleich zum Plotten für die Formeln. Das ist 2 mal Pi mal F. So, daraus kann ich jetzt mir schon mal einen Frequenzvektor bauen, über dem ich das Ganze darstellen möchte. Dafür brauche ich linear gestufte Zeitschritte. Das macht Linspace und das mache ich mal von minus einer Periodendauer bis 2 Periodendauern, also über 3 Periodendauern insgesamt stelle ich das dar. Und ich nehme mal 3001 Schritte, also 1000 pro Periodendauer und eine noch am Ende drauf, sodass sich für das T dann schöne glatte Werte ergeben. So, jetzt brauchen wir also das Groß T haben wir 2 Sekunden, wir haben eine Frequenz, wir haben eine Kreisfrequenz. Die AK-Koeffizienten waren alle 0. Das A0 hatte aber einen Wert, der Gleichanteil oder doppelte Gleichanteil waren 3 Volt. Das müssen wir also mal hinschreiben und das B1 müssen wir hinschreiben, das waren 2 Volt durch Pi. Und die anderen BK ergaben sich immer aus einfach 1 durch K. Und diese Summe hier unten, die schreit so ein bisschen danach, eben natürlich in einer Schleife in MATLAB behandelt zu werden. Also programmieren wir jetzt eine Schleife, die einfach über K läuft und uns diese jeweiligen Funktionen erzeugt, die dann alle aufsummiert werden. Das ist jetzt die Idee. Also, wir brauchen erstmal das A0, das waren 3 Volt. Und wir brauchen das B1, das waren 2 Volt durch Pi. Und jetzt brauchen wir eben eine Schleife, die läuft über K von 1 in 2er Schritten. Und ich lasse die erstmal bis 7 laufen, das ist das, was ich ja von Hand gezeichnet hatte. Und diese Endzahl für K, die können wir natürlich dann beliebig erhöhen. So, und in dieser Schleife können wir jetzt eben die BK berechnen. Die ergeben sich aus dem B1 durch K. Und wir brauchen jetzt irgendwie noch U von T. Und das U von T belege ich erstmal mit diesem A0 halbe. Also A0 durch 2. Und A0 durch 2 wäre jetzt einfach eine Zahl. Ich brauche aber U von T als Zeilenvektor und zwar mit genauso vielen Einträgen, wie es Zeiten gibt. Und das bekommt man hin mit Ones. Ones erzeugt Einsen, genauso viele wie T groß ist. Und wenn wir Einsen mit A0 halbe multiplizieren, kriegen wir genauso viele Werte A0 halbe raus. So, und das U von T können wir jetzt nehmen und können da im Sinne von dieser Summe diese jeweiligen Koeffizienten dort immer drauf addieren. Also Sinus von 1 mal Omega 0 oder Omega mal T, Sinus 3 mal Omega 0 mal T durch ein Drittel, also multipliziert mit dem B3 und so weiter und so fort. Das jetzt also in MATLAB, das jeweilige BK multipliziert mit Sinus von K mal Omega mal T. So, das sollte eigentlich schon funktionieren. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch grafisch darstellen. Also über der Zeit plotten wir das U von T und wenn wir das vernünftig machen, dann schreiben wir da mal, weil sonst ist so ein Plot natürlich so ein bisschen witzlos, noch Achsenbeschriftungen dran.
Die x-Achse ist die Zeit und die y-Achse ist die Spannung in Abhängigkeit von der Zeit in Volt. Und die Zeit ist natürlich in Sekunden. Und ein Gitternetz ist auch nicht verkehrt. So, und dann kann man das Ganze schon starten. Dafür will MATLAB das jetzt natürlich gern abspeichern. Nehme ich das mal Fourier-Synthese. Und dann läuft das schon und erzeugt ein Plot. Da ist das Diagramm. Und man sieht, das funktioniert schon ziemlich gut. Und das sieht schon fast genauso aus wie das, was ich von Hand hier dargestellt hatte. Also die originale Folge ging von 2 Volt über 1 Volt, 2 Volt und so weiter, wiederholte sich dann periodisch. Und ich hatte das hier, glaube ich, bis zum fünften nur, also die sozusagen den für k gleich 1, für k gleich 3 und für k gleich 5 dargestellt. Und hier haben wir das jetzt noch bis k gleich 7. Aber das Prinzip ist ungefähr das gleiche. Was jetzt natürlich noch schön wäre an der Stelle, wenn man sich tatsächlich nochmal die originale Rechteckfunktion hier mit dazu erzeugt. Und das ging halt mit einer Square-Funktion. Können wir uns hier unten nochmal kurz die Hilfe anschauen von dem Help Square. Und dann stellt man fest, das erzeugt eine Rechteckwelle. Und t ist einfach die Zeit und das hat eine 2π-Periodizität. Also wir können da genau so ein Omega t reinschreiben, wie wir es in die Sinusfunktion reingeschrieben haben. Und Duty ist der Duty Cycle, ist das Tastverhältnis und das sollte standardmäßig auf 50% stehen. Also schreiben wir jetzt einfach rein Square von Omega mal t und können noch mal schauen, das erzeugt also eine Rechteckwelle, die zwischen plus 1 und minus 1 schwingt, die sozusagen eine Amplitude von 2 hat. Bei uns hat die aber nur eine Amplitude von, wenn wir noch mal auf das Beispiel schauen, nur eine Amplitude von 1. Also die muss sozusagen zwischen minus 0,5 und plus 0,5 schwingen und dann aber um 1,5 nach oben verschoben sein. Das sollte die Rechteckpulsfolge machen. Also muss ich die durch 2 teilen und plus 1,5 rechnen, dann sollte das eigentlich passen. Und dann können wir die auch noch plotten. Also nochmal die Zeit und diese Rechteckfunktion und können dann noch eine Legende ergänzen und da reinschreiben, dass die erste Kurve ist die Fourier-Reihe und die zweite Kurve ist die exakte Rechteckpulsfolge. Und das nochmal durchlaufen lassen. Und da ist das Diagramm. Und dann sieht man, klar, die Rechteckpulsfolge ist natürlich die super exakte Rechteckpulsfolge. Unsere Fourier-Reihe ist jetzt eine Näherung, die diese Rechteckpulsfolge eben versucht anzunähern. Und was jetzt natürlich das Schöne in MATLAB ist, ich kann jetzt einfach mal praktisch 10-mal mehr von diesen Fourier-Koeffizienten berechnen und 10-mal mehr Sinusfunktionen dort aufsummieren. Und dann sieht man, naja, das wird jetzt schon besser. Also in der Mitte wird das immer dichter dran, aber diese Überschwinger hier am Anfang und am Ende, kurz vor und kurz nach dem Ein- und Ausschalten, die gehen halt nicht weg. Das liegt jetzt tatsächlich eben daran, dass diese Rechteckpulsfolge eben Sprünge hat. Das habe ich in dem vorherigen Video auch schon mal erklärt. Und an diesen Stellen, wo sie springt, eben auch nicht ableitbar ist, nicht differenzierbar ist. Und wir versuchen jetzt diese Rechteckpulsfolge, die springt, die stückweise nicht ableitbar ist, nachzubilden, zu approximieren durch eine Summe von Cosinus- und Sinusfunktionen, die immer rund sind, die immer ableitbar sind, die keine Sprünge haben. Und deswegen funktioniert das in dem Fall nicht so richtig gut. Aber ansonsten, ja, Fourier-Synthese in MATLAB, kein Hit. Und wir können jetzt hier auch noch mal 10 mehr Koeffizienten, dann dauert das natürlich als hier ein Momentchen länger. Und dann sieht man, dass das immer besser wird, dass halt trotzdem, wenn ich jetzt hier eben reinzoome, diese Überschwinger da immer noch da sind.